Also hier braucht man definitiv die Zugangskarte für die Forschung. Okay. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Gerne schon. Ich werde mir mal ein paar E-Mail-Logs betrachten. Aufzüge reparieren, das höre ich mir nochmal an. Xerxes, dieser verdammte Computer hat den Aufzug ebenfalls ausgeschaltet. Aber Sie können beim Reaktorkern auf Deck 1 Strom umleiten und damit den Aufzug aktivieren. Allerdings können Sie ja nicht mit dem Aufzug hinunter. Moment. Es gibt einen Wartungsschacht von diesem Korridor aus. Damit können Sie zu Deck 1 vordringen. Allerdings ist er versperrt und Xerxes verbirgt den Code. Dr. Watts müsste den Code dafür haben. Er ist wahrscheinlich im Crewbereich. Grassi hat die Zugangskarte dafür, aber er ist im Medizinbereich, vermutlich in der Nähe des Biopsielabors. Gehen Sie in den Medizinbereich und finden Sie Grassi. Okay, wir sollen Grassi finden. Der Medizinbereich müsste der sein, wo wir uns gerade hier befinden. Das heißt, wir müssen da nochmal genauer schauen. Hier unten war ich schon. Aber das nutzt ja nichts. Da liegt jemand. Kann ich hier hoch? Nee. Mist. So, dann müssen wir das doch nochmal alles absuchen. Leider. Das kann ich kaputt machen, aber rein geht's trotzdem nicht. Aber das sieht ohnehin so aus, als wird es da drin nichts geben. So, hier gibt es nichts. Ich habe eigentlich alles abgesucht. Was denn hier unten eigentlich? Gar nichts. Das Fenster ist stabiler. Hier geht's nicht rein. Hier war ich auch schon überall gewesen. Man muss halt gucken, dass ich nichts übersehen habe. Aber hier gibt es nichts mehr. Das war der Lichtschalter. Computerkonsole. Dieser merkwürdige Raum hier, wo es auch wiederum nichts gibt. So, und hier? Tja, da muss ich leider wieder vorgehen. Was haben wir hier? Also hier irgendwo muss es sein. Nee, jetzt kommen wir wieder zum falschen Raum. Aber hier gibt es doch nichts. Ich muss vielleicht doch hier hin. Aber auch hier habe ich schon alles abgesucht. Da unten war das, wo mich die Geschütze über den Haufen geschossen haben. Das vergesse ich nicht so leicht. Aber wenigstens hatten wir hier Munition gefunden. Ich erinnere mich aber an eine Tür mit einem Zahlencode. Davon hat diese E-Mail, die wir bekommen haben, auch gehandelt. Ups. Ja, hier gibt es doch gar nichts. Warum ist denn hier... Warum sind hier so Laufgitter? Wenn es doch gar nichts hier gibt. Irgendwo habe ich was vergessen. Definitiv. Hier haben wir ja auch schon reingeguckt, ne? Ja. Dennoch vermisse ich jetzt was. Und zwar eine Tür
einem Zahlencode drauf. Hallo Xerxes. Hier spricht Xerxes. Melden Sie mir unmittelbaren Vorgesetzten bitte alle illegalen Daten. Da ist jemand. Der kriegt jetzt eine. Du Drecksack. Oh. Ein unerforschtes Objekt. Ein bisschen Geld und eine Cola-Dose. Naja. Die ganzen Cola-Trinker hier. Ach du lieber Gott. Etwas. Sie sehen, wie du fliehst. Haut ja ab hier. Gestalten. Der arme Kerl, hast noch nicht mal was dabei. Der hat auch was dabei. Der hat nochmal eine Cola-Dose dabei. Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck Cola. Weil ich bin auch nicht mehr gesund, so ganz gesund, und vielleicht tut mir die Cola-Dose ganz gut. Naja, ich fühle mich etwas frischer, aber nicht viel. Hier liegt auf jeden Fall ein Audiolog, das werden wir uns jetzt mal anhören. Ich sollte gegen 04:30 beim Ausladen des Shuttles helfen, das von Tau City zurückgekommen war. Korenschkin war allein dort. Meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Ihm sind fast alle Haare ausgefallen und er hat Beulen am Hals. Und der Gestank. Ich sagte, er müsste zu Dr. Watts gehen, aber er meinte, ich solle mich um meinen eigenen Dreck scheren. Bitte schön, ist mir auch recht. Das ist auf jeden Fall der Dr. Krassi. Also hoffentlich mal, dass er hier irgendwo die Zugangskarte liegen hat, wenn schon ein Audiolog von ihm hier rumliegt. Da ist nichts. Da ist eine PSI-Spritze. Was haben wir hier? Gehen erstmal hier hoch. Noch eine Spritze. Und sonst nichts mehr. Okay. Ich würde gerne da reingehen. Hallo? Ach, mit Anlauf. Oh, das hat uns jetzt... Aua. Das hat uns etwas geschadet. Da gehe ich nie wieder rein. Und deswegen machen wir jetzt auch Folgendes. Gesundheit ist wichtig. Da mich das eben ganz viel Gesundheit gekostet hat, musste ich zu einem kleinen Trick greifen. Die Zeitrafferfunktion benutzen sozusagen. Ach, das Audiolog, das wollte ich mir nochmal anhören. Ich sollte gegen 04:30 beim Ausladen des Shuttles helfen, das von Tau City zurückgekommen war. Korenschkin war allein dort. Meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Ihm sind fast alle Haare ausgefallen und er hat Beulen am Hals. Und der Gestank. Ich sagte, er müsste zu Dr. Watts gehen, aber er meinte, ich solle mich um meinen eigenen Dreck scheren. Bitte schön, ist mir auch recht. So, da gehe ich nicht nochmal rein. Aber steht ja auch eigentlich drauf, dass es gefährlich ist. Ich bin schon ein Depp. So, was haben wir hier? Auf den meisten Decks finden Sie ein Quantenbiorekonstruktionsgerät. Xerxes hat sie alle deaktiviert, aber ich habe sie heimlich wieder angeschaltet. Sie müssen allerdings jedes Gerät einzeln bedienen, um eine Quantenrückhalteprobe zu liefern. Danach kann das Gerät Ihren Körper quasi aus dem Nichts rekonstruieren. Das ist nicht angenehm, aber der langsamen Verwesung vorzuziehen. Ja, das ist gut. Also wenn ich mal sterben sollte, kann ich mich hier sozusagen wiederbeleben lassen. Die Frage ist wirklich... Oh. Da ist so ein mutierter Drecksack mit einer Waffe noch. Hoffentlich bleibt es bei dem einen. Aber ich höre noch mehr. Verdammt. Jemand hat sich wieder in das Ding eingehackt.
Ich muss das Delacroix sagen. Okay. Oh, eine Pistole. Dein Fleisch wird uns willkommen heißen. Tötet mich! Xenomorphs nennen sich diese Gestalten, glaube ich. So, wir haben jetzt eine Schrotflinte gefunden. Aber die ist defekt. Reparieren. Reparaturfähigkeit 3 benötigt. Tja, das müssen wir noch lernen. Definitiv. Aber wir gehen mal weiter hier rein, nachdem ich nochmal mich gesichert habe. Oh, 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 oh. Eine blöde Kamera ist wieder hier. Ich höre mir erstmal das Audiolog an. Ich kann die Lacroix nicht erreichen. Alles fällt hier auseinander. Mitglieder meines Teams verschwinden einfach. Die Lecks in den Abluftschächten haben einen Kurzschluss im Hauptzugangskanal erzeugt. Und das bedeutet, dass wir Notstrom verwenden müssen, bis wir das repariert haben. Das heißt auch, dass alle Aufzüge außer Betrieb sind. Mary, wo zum Teufel steckst du? So, ich nehme mal die Pistole hier. Was haben wir denn hier für Munition aktiv? Standardmunition. Mal gucken, haben wir noch panzerbrechende Munition? Nein, eine Schachtel Standardmunition. Zwei Cola, die trinke ich mal eben gerade. Ein unerforschtes Objekt. Eine Schachtel Gewehrmunition. Okay. Aber ich muss jetzt mal hier zur Kamera. Okay. Dann nehme ich wieder den Schraubenschlüssel in die Hand und spare meine Munition. Da liegt doch ein Fläschchen Wodka. Auch das können wir nicht machen. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Da könnten wir wieder Munition kaufen, aber das bringt jetzt nichts. Die ist eh viel zu teuer, können wir uns eh nicht leisten. Gut. Gab es hier noch was? Ja, ein Mutant. Boah, der hat aber gut zugehauen. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich schon gemacht habe. Aber ich denke, das habe ich alles schon gemacht. Bis auf, glaube ich, die Kamera ausgeschaltet. Ja, die haben noch nicht ausgeschaltet. Ja, die ist noch aktiv. Das heißt, nochmal schnell zur Pistole umschalten. Ups. Das Audiolog nehmen wir mit. Hören wir uns auch an. Ich kann die Lacroix nicht erreichen. Alles fällt hier auseinander. Mitglieder meines Teams verschwinden einfach. Die Lecks in den Abluftschächten haben einen Kurzschluss im Hauptzugangskanal erzeugt. Und das bedeutet, dass wir Notstrom verwenden müssen, bis wir das repariert haben. Das heißt auch, dass alle Aufzüge außer Betrieb sind. Mary, wo zum Teufel steckst du? Ich habe mir mal eine Spritze gesetzt, damit meine Gesundheit mal ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht wird. Das ist nämlich nicht so schön, wenn man nichts aushält. Könnte ich eigentlich direkt noch eine nehmen. Oh, oh, da ist jemand. Ist nicht unser. Ich wollte eigentlich die Pistolenmunition aufheben, aber jetzt ist es halt so. Ich mal schnell den Schraubenschlüssel wieder in die Hand. So, jetzt geht's hier weiter. Oder da hinten. Ach ja, wenn das nicht alles so unheimlich wäre, dann
würde ich auch schneller zur Potte kommen. Aber keine Ahnung. Ach du lieber Gott. Da ist doch wieder so ein scheiß Geschütz. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, das Ding. Das braucht doch wieder... Da brauchst du auch wieder 20 Schuss dafür. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf, ey. Ich mache jetzt Folgendes. Super. Da liegt aber jede Menge Munition, das heißt, es lohnt sich. Ich mache jetzt Folgendes. Genau vor uns steht das Geschütz und ich werde es jetzt versuchen kaputt zu machen. So, da wäre natürlich panzerbrechende Munition ganz ganz hilfreich, aber ich habe leider keine. Also tue ich hier mal nachladen, weil das ist jetzt nicht so schlimm. Drauf jetzt. So, hier können wir wieder nachladen. So, jetzt liegt hier ein bisschen was rum. Eine Stärkespritze. Stärke ist immer gut. Hier liegt Munition. Liegt hier noch was? Nein. So, aber da lag ja auch Munition. Standardmunition. Was haben wir hier Schönes? Dann nehme ich mal wieder den Schraubenschlüssel, der uns bis jetzt immer gute Dienste erwiesen hat. Ah, Panzerglas. Gut, das Einzige, was wir halt hier gefunden haben, ist jetzt Munition. Das ist okay. Wir haben zwei Magazine gefunden und haben eins verbraucht an dem Ding. Und haben noch eine Stärkespritze gefunden. Also, was will man mehr? So, da unten gibt es jedenfalls nichts. Jetzt geht es hier weiter. Im Crewbereich. Da genau, da sollen wir doch hin. Zugangskartenleser benutzen. Auch hier ist wieder eine Karte erforderlich. Das hätte ja auch mal alles einfach sein können. Gut, jetzt bleibt uns nur dieser Weg übrig. Und da steht da gleich so ein Ochse rum. Aua. Ich mag das nicht. Wenigstens hat er ein bisschen Geld dabei gehabt. Ach, jetzt sind wir doch wieder hier. Ja, ich werde nochmal wahnsinnig. Dann gehe ich nochmal hier rein. Da muss es doch mehr geben als nur so ein Schrott. Schon. Hier lag doch dieses Audiolog von der einen Person, von der wir die Zugangskarte holen sollen. Wo ist die Zugangskarte? Das ist übrigens ein Raumschiff hier. Ah, hier waren wir noch nicht. Und da steht auch gleich jemand rum. Es ist der einzige Weg in den Medizinbereich. Heben Sie die Batterie auf und suchen Sie eine Ladestation. Die Station, die Sie vorhin benutzt haben, ist jetzt im Vakuum. Aber auf diesem Deck müsste sich eine weitere befinden. Sobald die Batterie aufgeladen ist, stecken Sie sie in das Hilfsenergiemodul. Okay, mach ich.